guten Morgen zusammen. Schön, dass es doch einige hierher geschafft haben zu dieser urfrühen Zeit. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch durchgemacht, man weiß es ja nicht. Aber natürlich auch ein herzliches Hallo an die Leute vor ihren mobilen Empfangsgeräten, vielleicht noch im Hotel, vielleicht zu Hause. War ja vielleicht eine lange Nacht. Kazatzi ist letztes Jahr, hat sich aufs Fahrrad gesetzt und ist zum Camp in Mildenberg gefahren, von Köln aus. Das ist schon mal eine Leistung, alleine aufs Fahrrad, einmal quer durch Deutschland. Sie wird ein bisschen jetzt einen Reisebericht geben, aber hauptsächlich, warum oder auch wie fährt man eigentlich mit dem Rad zu einem Camp oder allgemein macht man Urlaub mit dem Rad? Bitteschön. Ja, genau, How to Bike to Camp. Diese Frage habe ich mir letztes Jahr dann auch irgendwann stellen dürfen. Ja, über mich erstmal, mich kennt man vielleicht ein bisschen was im Chaos-Umfeld. Ich hänge so ein bisschen was im Himmel rum und so ein paar andere Dinge. Ist jetzt aber hier eigentlich relativ wenig interessant. Ich fahre halt auch Fahrrad, aber wollte halt auch zum Camp. Genau. Ein Nick, den man sonst nicht kennt, habt ihr jetzt hier vor Ort teilweise schon gesehen. Ich habe bei Komoot noch Flachlandradlerin als Nick. So viel zu meinen Fahrradkünsten. Viel interessanter mag vielleicht in seinem Talk mein Fahrrad sein. Mit was für einem Fahrrad bin ich gefahren? Das ist das Fahrrad, mit dem ich gefahren bin. Und ja, es nutzt sich auch schön als Ständer für alles Mögliche. Das ist ein Trekkingbike. Es ist kein tolles, fancy irgendetwas. Ist allerdings nicht das billigste. So etwa 1000 Euro hat es schon gekostet. Aber sowas braucht man nicht unbedingt. Für mich ist es aber das, was ich so rundum gut brauchen kann. Ein paar Details, wer sich dafür interessiert, kann sich die Slides nachher anschauen. Man braucht nicht sowas, aber damit bin ich gefahren und ich bin nicht mit einem Gravelbike, Rennrad oder keine Ahnung was unterwegs gewesen. Genau. Eine kleine Content-Warnung, die ich in diesem Umfeld hier einmal machen will. Radfahren ist etwas Körperliches und Soziales. Man findet ganz viel Content von Männern für Peers. Und im Internet und sonst irgendwo. Und ich möchte halt eventuell an ein oder zwei Stellen auch auf Dinge, die nicht für Männer sind, sondern für andere Geschlechter oder Ähnliches eingehen, die auch teilweise körperlich sind. Wenn da jemand mit einem Problem hat, schaut euch bitte einen anderen Talk an. Ich weiß nicht, wie tief ich reingehe, aber es kann halt passieren. Und da man das bei einem Radtalk nicht erwartet unbedingt, wollte ich das mal kurz ansprechen. Ansonsten, das ist keine DIA-Videoshow von hier, das ist meine tolle Tour gewesen. Das ist, wie gesagt, eher so ein How-To für Nerds, damit auch andere vielleicht mal solche Dinge machen können, die halt noch nicht wissen, wie sie da rangehen können. Ja, was habe ich denn so getan? Im Endeffekt, wie Ramon das schon so schön gesagt hat, bin ich von Köln nach Mildenberg gefahren. Das sind etwa 600 Kilometer und das Ganze habe ich in etwa 5 Tagen getan. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was mehr, aber eher so, wie bin ich da so ein bisschen was dazu gekommen. Ich bin zur Schaar gefahren, also dem niederländischen Camp. Da bin ich mit dem Zug und mit dem Fahrrad gefahren. Also ich hatte mein ganzes Gepäck auf dem Fahrrad und bin dann mit dem Zug so weit gefahren, wie es ging und dann 30 Kilometer anschließend noch mit dem Fahrrad gefahren und habe festgestellt, hey, das macht so richtig geil viel Spaß, so in Niederlanden mit dem Fahrrad zu fahren. Dann 2022 habe ich dann meine erste Sternfahrt NRW gefahren. Das ist von Köln nach Düsseldorf, dort die Tour machen und ich bin wieder zurückgefahren. Das waren dann mein erstes 100 Kilometer fahren, was ich gemacht habe. Also das war dann eine Tag, genau. In dem gleichen Jahr bin ich dann zur MCH gefahren, weil nach der Schar hatte ich mir gesagt, hey, da will ich unbedingt mit dem Fahrrad mal ohne Zug fahren. Und das hatte ich mir 5 Jahre lang gewünscht, also 4 Jahre lang und dann wurde es plötzlich ein Jahr länger. Und das hatte ich mir da gegönnt und das war das erste Mal, dass ich mich dann getraut habe, halt zu sagen, okay, ich habe davor die Sternfahrt mit 100 Kilometern gefahren, ich traue mir das dann in einem Wochenende zu, weil ich hatte ein Wochenende und das habe ich gemacht. Das ist so meine Vorgeschichte von großen Touren, die ich vor der Tour gemacht habe, die ich jetzt da angegangen bin. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Am ersten Tag war ich zwar ziemlich kaputt, aber am zweiten Tag ging es mir eigentlich recht gut und da war ich halt ziemlich erstaunt, wie gut sowas funktioniert und bin auf die Idee gekommen dann, als dann, da habe ich gecampt, habe ich alles Campingzeug auch dabei gehabt, war ich voll ausgestattet dabei und dann stand halt das Camp letztes Jahr an so und das war halt ein bisschen weiter entfernt und irgendwie so, ja, das hat halt Spaß gemacht zur MCH. Naja, und
ja, könnte man ja, so ein dummer Gedanke und irgendwie keine Ahnung was, ja, und dann war halt auch noch, ich bin aber auch, gehöre auch mit zum Aufbauteam vom Himmel aus und ich fahre halt was früher, naja, warum nicht, und naja, dann fahre ich halt alleine, ne, so mal so die Strecke, das ist so ein bisschen was der Hintergrund gewesen, warum ich das halt gemacht habe, ja, und dann bisschen was dazu, dass ich halt solo gefahren bin, weil da werde ich auch in der Fahrradbubble so ein bisschen was drauf angesprochen, so ein bisschen was. Und das ist das, was wahrscheinlich viele hier denken. Ja, warum oder wie oder was ist, die das krasse finden, dass ich halt nicht in der Gruppe, sondern solo gefahren bin. Ich finde aber auch, teilweise macht es das leichter. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht in der großen Gruppe gefahren, in so eine große Strecke. Aber man ist dann halt auf sich selbst fokussiert und fährt halt sein eigenes Ding und ich muss nicht Rücksicht nehmen auf andere, ich kann aber auch nicht irgendwie darauf vertrauen, dass jemand anders mir hilft oder sowas. Na, das heißt, ich muss mit mir und meinem, was ich kann, klarkommen. Und ich kann aber auch, also das ist die Aufgabe, ich kann mich nicht auf andere verlassen, werde aber auch nicht von anderen getriggert, so von wegen, mach mal dies oder jenes, ich kann mich nicht mit denen zoffen, ich kann aber auch nicht von denen unterstützt werden, ich muss selbst die Strecke schaffen. Ich kann nicht von irgendwem dann nachher mein Fahrrad irgendwo hochgetragen, geschoben oder sonst irgendwas bekommen, ja. Das heißt, ich muss eine Strecke wählen, wo ich das alleine kann. Ja, und wenn ich das halt schaffe, dann ist das halt okay, aber ich muss ganz intensiv mit mir und meinem Körper dann reden. Das ist vielleicht was, was manche erstmal unangenehm finden, aber es kann halt auch einfach sein, ja, dann übernehme ich mich halt auch nicht, weil ich halt so grob weiß, wo ich halt rangehen will. Gruppen können halt sozial bei Stresssituationen auch schwierig werden und das muss man auch wissen, mit welcher Gruppe man fährt und naja, man selbst kennt sich vielleicht noch irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob es leichter oder schwerer ist als mit einer Gruppe. Es ist sicherlich anders, aber ich finde es nicht unbedingt vom Gedanken her schwieriger, alleine zu fahren. Dann halt solo als Frau. Ja, also ich fahre denn tendenziell nicht als Frau, sondern als Mensch erstmal so primär. Aber ja, ich bin tendenziell eine Frau und werde auch als Frau wahrgenommen und das ist auch okay. Aber da werde ich sehr häufig, wie gesagt, auch in der Fahrradbubble werde ich da teilweise auch drauf angesprochen, wie ich das getraut habe. Aber ich denke auch da wieder, dass es nicht unbedingt schwieriger ist, als Frau zu fahren, weil wenn ich als Frau, wenn ich so eine Tour mache, fahre ich halt nicht in einem tollen Rennrad irgendetwas Kit und werde als Radfahrerin wahrgenommen, sondern eher als Tourenfahrerin, als Mensch, als Urlaubsreisende. Und so versuche ich aufzutreten auch und auch fröhlich, freundlich, auch respektvoll anderen gegenüber aufzutreten, weil das, was mir auch Spaß macht, ist eben Land und Leute zu sehen und kennenzulernen. Das war auch einer der Gründe, warum ich die Tour gemacht habe, dass ich eben auch mal, da ist ganz viel, nicht Flyover, sondern Drive-Thru-Ding dazwischen, ganz viel Ostdeutschland, was ich nicht kenne, ganz viel Westdeutschland aber auch, was ich nicht kenne, und das wollte ich halt auch mal gesehen haben und auch die Menschen getroffen haben, und dann muss man eben auch offen sein gegenüber den Leuten. Und das finde ich jetzt als Frau nicht wirklich schwieriger, weil im Zweifel wird man auch als weniger gefährlich wahrgenommen oder als hilfsbedürftiger und als, ja, mit der geht man eher in Kontakt, als wenn da so ein, oh, ich bin der tolle Fahrradfahrer, Mensch halt rüberkommt, optisch gesehen. Nicht, dass das alle Leute machen, aber so ist manchmal so der Eindruck und das ist teilweise ein Klischee, mit dem manche Leute ein Problem haben. Und das bin ich dann halt als Frau einfach nicht. Insofern finde ich das teilweise einfach einfacher. Körperlich ist es auch so, dass ja, es mag anstrengend sein und es macht Schmerzen teilweise, so eine Tour, das muss ich sagen. So nach 600 Kilometern tut sicherlich irgendetwas weh. Aber das sind auch nicht unbedingt Frauen schwieriger drin als Männer. Typischerweise ist das eher so, dass sich Frauen bei sowas vielleicht ein bisschen was besser durchbeißen können, wenn man denn zum Klischee greift. Also ja, warum nicht? Und Sicherheit, von wegen, muss ich jetzt Angst haben, als Frau irgendwo zu sein? Verdammt nochmal, wir sind in Deutschland. Also so gefährlich ist das alles nicht. Außer vielleicht der Straßenverkehr. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass wenn man halt nicht als aggressiver Radfahrer rüberkommt, die meisten auch Rücksicht nehmen. Und tatsächlich bei der Tour war es auch so, dass die meisten sehr, sehr, also ich habe eine einzige Situation gehabt innerhalb von 5 Tagen, wo einer ein bisschen knapp mich überholt hat und der Rest hat super gut reagiert von den Autofahrern. Also es war safe. Genau, dann wurde ich auch gefragt, was meine Fitness so ist. Vor der Tour war die nicht so gut wie vor der MCH, weil ich vorher mal Covid hatte. Ich fahre etwa 2-mal pro Woche zur Arbeit mit dem Fahrrad etwa 20 Minuten hin und, also hin und dann auch natürlich wieder zurück und gehe etwa täglich so grob 4000 Schritte, teilweise ein bisschen was mehr. In dem Jahr habe ich auch ein bisschen was gelaufen noch. Auch dieses Gehen hilft halt dabei, Fitness aufzubauen für die Ausdauersachen, was ja so eine Tour ist. Außerdem fahre ich sowas wie Critical Mass oder kleine Demos oder kleine Touren oder sowas halt in der Gegend mit.
Das hilft halt auch, aber das ist so etwa mein Fitnessstand gewesen, also nicht besonders hoch. Was aber wichtig ist, dass ich meinen Körper so halbwegs kenne und was, wenn man sowas machen möchte, man als Tipp wirklich versuchen sollte, es zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, wie viel kann mein Körper und wie viel Pausen braucht mein Körper und wann brauche ich was zu essen. Das ist etwas, was man leider nur mit Erfahrung hinbekommt. Wenn man geführte Touren fährt oder mit anderen fährt, die schon Erfahrung haben, werden diese Pausen typischerweise gemacht und daraus sollte man vielleicht ein bisschen was ableiten können, wie man das eigene braucht. Aber diese Pausen sind so ein bisschen was der Trick, wie man so eine große Strecke hinbekommt, dass man solche Dinge macht. Das kann man leider nur erfahren, aber da ist mein Tipp, macht einfach kleine Touren und tastet euch daran, was ihr denn so grob brauchen könntet. Genau, wie plant man sowas? Ein wichtiges Kriterium bei mir war tatsächlich das Wetter, weil ich bin meine letzte Tour davor in dem Jahr, war eine 50 Kilometer Tour in der Nähe von Wien. Da habe ich sehr unter der Hitze gelitten und habe Schwierigkeiten gehabt. Es war ein sehr heißer Sommer, bis dann plötzlich diese ganzen Berichte auch im Fernsehen gewesen sind mit Wacken, was dann ein bisschen was unter Wasser gestanden hat. Und das war so, dann so grob die Zeit, mit der ich dann losgefahren bin. Ich habe, also man stellt sich mal schön dieses schöne, tolle Wetter vor. Das war nicht das, auf das, was ich mich einstellen konnte, sondern ich hatte halt ziemlich viel Regen einzuplanen und sehr plötzlich. Das heißt, ich hatte mich auf sehr viel Sonne, Hitze eingestellt und musste dann auf Regen umplanen. Da muss man dann halt ein bisschen was berücksichtigen, sowas wie halt, welche Kleidung nimmt man mit. Auf jeden Fall sollte man, wenn man halt wirklich lang unterwegs ist, dafür sorgen, dass man eine volle Jacke fährt, nicht mit Cape, weil das zu viel Luftwiderstand mit sich nimmt. Dann würde ich raten zu einer Radhose, Regenhose. Die sind auch nicht schwer und sonst irgendwas. Natürlich sind sie schwerer als nichts, aber dann hat man komplett den Körper bedeckt und ähnliches. Und dann würde ich noch, es gibt so Bike, so Fahrradüberschuhe, die man über die Schuhe machen kann. Und damit ist man eigentlich super gut ausgestattet und kann damit auch stundenlang fahren. Das ist das, was ich gemacht hatte. Tatsächlich hatte ich sogar noch ein zweites Set Regenklamotten dabei. Da komme ich noch später dazu, was alle sagen, so, oh Gott, warum nimmst du so viel Zeugs mit? Ich war froh, es gehabt zu haben. Genau, ich würde auch immer raten, mit Schutzblech zu fahren bei solchen Touren, gerade wenn man Regen hat und ähnliches, weil ansonsten schlammt und versaut man sich alles und spritzt sich die ganze Zeit hoch. Also das ist was, wo ich sage, fahrt mit. Ist zwar ein bisschen schwerer, aber fahrt mit so etwas. Und dann wird man auch immer wieder mal bei meinen Fotos gesehen haben und dazwischendurch auch sehen, ich hatte eine tolle Sitzgelegenheit dabei. Ich hatte so einen kleinen, einfachen Campingstuhl dabei, aber ansonsten würde ich halt raten, nehmt euch zumindest sowas mit, weil wenn es nass ist, ist es verdammt, verdammt schwierig, irgendwo eine Stelle zu finden, wo man sich trocken hinsetzen kann. Und das ist, was man haben möchte, wenn man eine Pause macht. Also wenn es regnet, habt was für eine Sitzgelegenheit dabei. Genau, und bei der Route habe ich dann ein bisschen was auch nochmal danach geschaut, wo kommt man eventuell unter. Oder wo kann man sich mal irgendwie aufwärmen oder ähnliches, was tatsächlich, wenn man über Land fährt, nicht so wirklich einfach ist. Genau, da muss man halt auch ein bisschen was drauf achten, was man eventuell hätte. Bei Wind und Sonne muss man aber auch ein bisschen was drauf achten. Tatsächlich hatte ich auch ziemlich viel Wind zwischendurch. Sonne jetzt zwar nicht so viel, aber das hatte ich bei meiner anderen Tour davor. Beides sollte man auch mit berücksichtigen. Wind, typischer Tipp, fahrt von West nach Ost, nicht von Ost nach West, wenn ihr nur eine Richtung fährt, weil wir haben tendenziell Westwind und dann hat man die Chance, Rückenwind zu bekommen. Ich hatte tatsächlich auch einen Tag mit Rückenwind von 5. Genau, aber auch Seitenwind kann halt sehr belastend und anstrengend sein, also solche Dinge sollte man berücksichtigen und das betrifft dann auch so ein bisschen was, wie schnell man unterwegs ist. Und Sonne, nehmt euch Sonnencreme mit und cremt euch frühzeitig ein und nehmt euch einen Sonnenhut mit oder sonst irgendwas, eine Kopfbedeckung mit. Habt eine Sonnenkleidung. Ich hatte mir extra auch noch einen Sonnenschutz Radtrikot halt zugelegt. Das erste Radtrikot, was ich gefahren bin, das war es aber wirklich wert. Das war ein super Ding, eine super Investition, weil ich hatte zwischendurch auch ein bisschen was Sonne und da muss man halt, keine Angst haben, dass irgendwas ist. Und Wasser, trinken. Also das ist, man verliert so viel Wasser beim Radfahren, man schwitzt und irgendwas. Das ist das, was man immer machen sollte. Nehmt euch viel zu viel Zeugs für Wasser mit, weil wenn ihr es nicht habt, dann ist es blöd. Und ehrlich gesagt, das Kilo mehr mitschleppen, wenn ihr einen Liter mehr Wasser dabei habt, ist, ihr habt sowieso viel Gepäck dabei. Nehmt euch einen Liter Wasser mehr mit, als ihr glaubt zu brauchen. Gerade wenn es heiß wird. Genau, dann die Routenplanung. Ich habe heute noch eine Self-Organized Session eingesetzt, weil da kann man relativ lang drüber diskutieren und wer Bock hat, kann irgendwie da versuchen hinzukommen. Heute um 18 Uhr in K14, das ist der Self-Organized Session-Raum. Und
Ja, genau, da kann man halt noch darauf eingehen. Hier mache ich nur so ein kleines bisschen, worauf ich so ein bisschen was achte. Wie viel Zeit habe ich für die Strecke? Wie lange brauche ich etwa? Gibt es viele Steigungen? Ich versuche Steigungen zu umgehen und vielleicht ein bisschen was weiter zu fahren, um dann ein bisschen was Höhe zu vermeiden. War jetzt nicht ganz möglich, ich musste durch den Teutoburger Wald. Dann habe ich Fähren dazwischen, habe ich vielleicht eine Bahnstrecke dazwischen, habe ich sonst irgendwas? Wie übernachte ich? Wie weit komme ich dann? Und ähnliches. Übernachten halt, wie mache ich es mit Unterkünften? Ich hatte ursprünglich vorgehabt, eine Kombination aus Campen und Unterkünften zu machen. Ich habe dann aufgrund der Regensituation mich entschieden, in Unterkünften zu übernachten und einfach, weil ich sicher gehen wollte, dass ich trocken werde. Das war auch richtig und was mir halt auch super wichtig ist, ist duschen und dass ich einen guten Schlaf bekomme, weil der Körper muss halt die nächsten Tage auch noch was tun und da ist der Schlaf halt super wichtig und wenn ich dann Kompromisse mache mit dem Schlafen, ist es mir nicht wert und tatsächlich kann man auch für wenig Geld teilweise billiger bei Unterkünften übernachten, wenn man sich ein bisschen was schlau macht, als man das auf einem Campingplatz vielleicht machen kann und Wildcampen ist halt in Deutschland immer so ein bisschen ein Problem, da möchte ich jetzt hier in dem Rahmen nicht drauf eingehen. Ich persönlich würde es aber als Einstieg nicht machen, aus verschiedenen Gründen. Einfach auch, wie gesagt, duschen ist super wichtig und mir ist verdammt wichtig, ein Ziel zu haben, wo ich weiß, da komme ich dann halt an und da habe ich mein Ziel und es ist nur noch so weit und bis dahin muss ich mich heute durchschlagen. Das ist für mich eines der Dinge, die mir wirklich, wirklich helfen, durch so einen Tag durchzukommen, wenn es mal gerade scheiße läuft und es wird irgendwann scheiße laufen. Deswegen mein Tipp ist, plant euch Unterkünfte ein, habt im Zweifel einen Plan B noch irgendwie das kann ein Camping sein, das kann eine Unterkunft sein. Wenn man campt, muss man mehr Zeugs dabei haben, es ist schwerer, macht aber vielleicht mehr Spaß, aber es ist nicht das eine besser oder schlechter als das andere. Bei dem Regen habe ich mich für Unterkünfte entschieden, bei der Radtour zur MCH habe ich mich fürs Campen entschieden, beides ist okay. Meine Fitness hatte ich schon ein bisschen was gesagt, aber was zur Planung ist halt, wichtig, dass man ein grobes Körpergefühl dafür hat, wie fühlt sich die Belastung an, die ich dauerhaft fahren kann oder dauerhaft gehen kann. Und zwar nicht, wie schnell ist das oder mit welchem Gang fahre ich da oder welche Power fahre ich da oder was ist meine Schrittfrequenz oder sonst irgendwas, sondern wie fühlt sich diese Belastung an, weil das ist das, was ihr durchgängig halten könnt. Und das ist egal, ob das jetzt 12 Stundenkilometer, 17 Stundenkilometer oder 20 Stundenkilometer ist, weil das ist abhängig von Tagesform oder von Untergrund oder von Steigung oder von Wetter oder sonst tausend Dingen. Ihr müsst schaffen, dass ihr diese Belastung fahrt, die ihr durchhalten könnt. Und das müsst ihr rauskriegen, wie ist meine Belastung und die könnt ihr fahren. Und wenn ihr diese fahren könnt, dann könnt ihr umgekehrt herum, habt ihr eine Vorstellung, wenn ihr ein paar Touren gefahren seid, wie lange ihr grob dann braucht, wenn ihr diese Belastung fahrt. Aber die ist halt nicht in jedem Moment halt 15 Stundenkilometer, sondern die ist halt punktuell 15 Stundenkilometer mal 17 Stundenkilometer mal 12 Stundenkilometer oder was auch immer. Und ihr versucht, diese Belastung anzupeilen. Und wenn ihr ein bisschen was gefahren seid, wisst ihr dann, wie viel ihr dann halt grob könnt. Komme ich nachher nochmal kurz zu. Genau, dann, worauf ihr achten solltet, die Straßenqualität. Findet man in allen möglichen Tools, was da grob sein könnte. Das beeinflusst auch, wie weit ihr pro Tag kommt. Und dann natürlich solltet ihr auf Wegpunkte achten. Wo möchte ich oder könnte ich eventuell Pausen machen? Wo gibt es eventuell Toiletten? Wo gibt es eventuell Wasser? Habe ich irgendwelche sonstigen Spezialitäten? Wo kann ich was einkaufen und möchte ich mir vielleicht irgendeine Kleinigkeit unterwegs noch anschauen? Könnte man ja vielleicht auch mal tun wollen. Genau, und dann planen mit Pause, Pause, Pause. Es ist ganz wichtig. Diese Pausen ist das, was uns durch diese Tage durchträgt, was uns ermöglicht, diese Strecken zu fahren. Und die sollte man viel haben. Wie viel man braucht, muss man, wie gesagt, ausprobieren. Immer bei jeder Pause, die man hat, was essen und eine Kleinigkeit trinken. Auf jeden Fall, also auch wenn ihr an der Ampel wartet, im Zweifel einen Schluck trinken. Und ihr solltet auf jeden Fall diese Zeit zum Ausruhen einplanen. Das ist so eigentlich der Haupttrick, den man eigentlich sagen kann bei so einer Tour. So, dann erzähle ich mal so ein bisschen, was ich gemacht habe. Am ersten Tag bin ich in Köln in der Nähe vom C4 aufs Fahrrad gestiegen. Und dann war ich irgendwie plötzlich unterwegs. Und das ist dieser Kick, der dann plötzlich ist. Ich bin dann plötzlich unterwegs, wenn ich losgefahren bin. Und dann bin ich wirklich beim Fahrradfahren. Ja, dann bin ich weitergefahren, bin dann bei Monheim, habe ich die Fähre genommen und habe mich dann erstmal mit Sonnenmilch eingecremt, weil die Sonne hat geschienen und habe meine erste Kleinigkeit gegessen.
Ja, und dann habe ich mich ein bisschen was durchgeschlagen durch die Gegend und es hat so ein bisschen was sich zugezogen und ein bisschen was auch angefangen so zu drohen, zu nieseln. Es war Regen angekündigt. Was ich dann schön gemacht hatte, weil mir ein Bekannter es geraten hat und was ich in der Gegend jedem empfehlen kann, ist in der Nähe von Wuppertal oder beziehungsweise bei Wuppertal die Nordbahnstrecke zu fahren. Das ist eine umgebaute Bahnstrecke, geht bei Deftal vorbei. Das heißt, ihr könnt noch einem Hackerspace Hallo sagen. Und das habe ich dann im Prinzip auch gemacht. Ich bin nicht reingegangen, aber ich habe genau da dann auch ein kleines Café besucht, was da ist. An dieser Strecke sind halt ein paar Restaurationsbetriebe, kleinere, und es sind super schöne Tunnel, die super toll künstlerisch gestaltet sind. Es sind ein paar Viadukte, man hat einen tollen Blick auf den Ort und kann richtig schön einfach geradeaus fahren. Das ist eine der beiden besten Stellen gewesen zum Radfahren auf meiner ganzen Tour. Eine Sache, wenn ihr in der Gegend seid, fahrt das. Das ist einfach nur geil. Ja, und man kann auch zwischendurch mal kleine Pausen machen und ähnliches. Und dort hatte ich auch ein schönes Schild. Das war das Erste, was ich getrötet hatte. Dann war halt so und so viel Kilometer nach Berlin. Und das war schon ein bisschen was motivierend. Als, ja, da will ich halt hin. Genau. Fahren an diese Sache. Genau. Dann bin ich weitergefahren und irgendwann hatte ich dann so das Gefühl, so, ich müsste mal irgendwie auf Toilette, und irgendwie hatte ich so ein grobes Gefühl, irgendwas hatte ich mir überlegt dafür die Stelle, und es hat sich zugezogen und dann war es so, es hat richtig so angefangen zu tröpfeln und vor mir war das McDonald's-Schild. Etwas, was wahrscheinlich auch jeder Radreisende mal sehen will. Normalerweise mache ich einen riesen Bogen um diese Dinge, aber das war meine Rettung an dem Tag. Ich habe dann mein Fahrrad noch angeschlossen und alles, bin rein, und als ich eben drin gewesen bin und sowohl meine Toilette nutzen konnte, als auch was trinken holen konnte, Essen holen konnte und sonst was, hat es so geschüttet wie im nächsten Tag halt überhaupt nicht mehr. Und ich habe diesen riesengroßen Regen umgehen können, dadurch, dass ich im McDonald's gesessen hatte. Das war so tatsächlich mein Heil an dem Tag, auch wenn es halt McDonald's gewesen ist. Genau, Hagen hat mich dann nachher noch ein bisschen was geärgert, weil die hatten dann irgendwelche tollen Baustellen. Der Weg, wo dann die Radfahrer und Autofahrer langfahren, umgeleitet wurden, war dann extrem steil nach oben, um dann wieder so sehr steil nach unten zu fahren, das Ganze dreimal. Naja, Fußgänger durften halt gehen, geradeaus gehen. Ich habe dann geschoben, ich war dann plötzlich Fußgänger, aber trotzdem ist das sowas, hallo Leute, sowas plant man nicht für Radfahrer, das ist unmöglich. Genau, dann bin ich irgendwann zur Ruhe gekommen, habe da einen wunderschönen Pauseplatz gehabt, den ich, glaube ich, auch getrötet habe. Genau, und dann fing es an zu nieseln und danach bin ich dann halt eigentlich nur noch in der Regenjacke gefahren. Und nach ganz viel Fahren und einem ganz erholsamen Ende dann am Ende, weil dann wurde es nicht mehr so hügelig wie vorher, bin ich dann bei der Lindenschenke angekommen. Die möchte ich insofern erwähnen, weil das ist ein kleiner, mitten im Nirgendwo Gasthof oder mehr oder weniger Hotel. Ich kam halt an, ich hatte vorher gesagt, ich habe ein Fahrradtour, ich weiß nicht, wann ich ankomme, ich hätte ein Fahrrad, kann ich das irgendwo unterbringen? Und tatsächlich hat der liebe Besitzer dort mein Fahrrad dann ins Büro gestellt und war auch schon drauf eingestellt. Und dann hatte ich geschaut, was ist mit WLAN? Freifunk. Und dann habe ich den Menschen angesprochen, er hat so ein bisschen was gefragt, was ich so mache, war beeindruckt von dem, was ich tue. Und ich hatte dann so gewähnt, okay, wenn er Freifunk kennt, erwähne ich mal nicht Berlin, sondern ich habe normalerweise gesagt, ich fahre nach Berlin, sondern ich habe gesagt, ich fahre halt zum CCC-Camp. Und dann meinte er, ja, aber Anreise ist doch erst dann und dann. Genau, das war dann so das Setting, und diese Mensch, also Lindenschenke heißt das dort, wer in der Gegend ist, kann ich definitiv empfehlen. Preis-Leistungs-Verhältnis war okay, und ich finde, sowas kann man dann auch mal erwähnen, weil es war auch so dann die zweite Rettung an meinem Tag. Ja, war billig, war jetzt nicht das Komforthotel, aber Preis-Leistung war super und die Atmosphäre war genial. Genau, das war mein erster Tag. Am nächsten Tag habe ich mich gut gefühlt, hatte dann auch schon ausgekundschaftet, dass es dort einen Bäcker gab, mit dem bin ich dann halt vollgeladen, dann mit den Rationen, die ich dort hatte, dann losgefahren. Und dann fing es an zu regnen und hat eigentlich kaum noch aufgehört, bis auf ganz wenige Situationen. Das war ein richtiger Regentag, den ich hatte. Auch da bin ich ein paar Bahntrassen gefahren, aber die waren eher naturnah und nicht so schön hergerichtet wie halt dann in Wuppertal. Das ist dann ja auch extrem ländlich gewesen, wie man sieht. Genau, und dann bin ich irgendwie in Paderborn dann irgendwann mal angekommen, und da hat, danach ging dann so ein bisschen was die Steigung los. Wenn ihr sowas plant, ist es nicht so wirklich intelligent, nach 90 Kilometern erst mit der Steigung an so einem Tag anzufangen. Das ist nicht so wirklich das, was man machen sollte, kann ich nicht empfehlen. Da war dann aber der Teutoburger Wald hinter Paderborn, wunderschöne Gegend, aber dort hatte ich dann wirklich mit den Steigungen zu kämpfen. Es hatte sich auch noch was mehr zugezogen. Ich war dann auf einer Strecke, die dann von der Straße abgeleitet gewesen ist, und
dann schönes Gravel-Strecke und Waldrand gefahren und im Hintergrund hörte ich dann das Gewitter grollen und ich hatte wirklich kaum noch Kraft. Also die rote Strecke habe ich geschafft, die Orangen, das waren dann so viele, dass ich dann halt immer wieder ansetzen und schieben musste, aber auch immer wieder gesagt habe, okay, was ist die Alternative? Ich kann hier eh gerade keiner retten, abholen oder sonst irgendwas. Meine Lösung ist das Hotel, wo ich halt, beziehungsweise meine Unterkunft war kein Hotel, wo ich halt hin will. Da muss ich halt hin und da muss ich jetzt halt hin. So, und damit bin ich halt dann gefahren. Genau, es war wunderschön, die Aussicht war toll, aber das Gewitter war nicht so toll. Ich habe es dann über den Hügel geschafft. Als ich dann runtergekommen bin, bin ich in eine kleine Ortschaft reingefahren. Als ich am Anfang der Ortschaft war, fing es wirklich ein bisschen was an zu regnen. Ich dachte, okay, ziehst du dir jetzt deine Regenklamotten an. Andererseits hatte ich so geschwitzt von diesem ganzen Hochschleppen, dass ich halt ein bisschen was, nicht unbedingt mich einpacken wollte. Ja, dann bin ich 10 Meter weiter gefahren und dachte, scheiße, hätte ich mal eben eingepackt. Hab dann mein Fahrrad abgestellt, hab mich selbst unter einen Baum gestellt. Das Gewitter war halt noch weit entfernt, aber es hat so geschüttet wie blöd. Das, was ich an Regenklamotten anhatte, war dann tatsächlich, weil es nicht vollständig gewesen ist, auch durchnässt. Und ich war verdammt froh, mein zweites Set Regenklamotten anschließend anzuziehen zu können, um dann in einem trockenen, warmen Ding zu sein, um weiterzufahren. Also deswegen, mein zweites Set Regenklamotten hat sich gelohnt. Super schöne Gegend trotzdem. Irgendwann danach ist dann die Sonne rausgekommen und es war so schön. Es war so richtig, richtig geil. Die Orte dort sind wunderschön. Ich kann den Teutoburger Wald nur empfehlen. Hat sich gelohnt. Der Kampf hat sich gelohnt. Da will ich wieder hin. Das ist echt geil. Die Unterkunft war jetzt nicht erwähnenswert, beziehungsweise die lasse ich aus. Da möchte ich nichts zu sagen. Genau. Am nächsten Tag ging es dann aber weiter Richtung Hameln, auch ein sehr, sehr schöner Ort und auch etwas, was mich eigentlich die ganze Zeit immer wieder begleitet hat, war irgendwelche Wasserkraftsachen oder Wassersachen. Ich bin immer wieder mit tollen Konstruktionen gefahren, wie halt irgendwie was da halt mit Flüssen, sonst Bächen, sonst irgendwas gemacht ist. Hameln ist da ein Punkt gewesen. Hameln ist ein sehr schöner Ort. Auch fahrt hin, schaut euch das an. Möchte ich auch wieder hin. Ansonsten ging es mir an dem Tag nicht ganz so gut. Es war jetzt nicht so verregnet wie am Tag davor. Bei Hameln hatte ich ein schönes Frühstück und danach ging es mit dem Regen los. War dann halt fahren. Ich fühlte mich den ganzen Tag körperlich nicht so sonderlich toll. Mein Bauch hat sich auch ein bisschen was beschwert. Es hat dann immer weiter geregnet. In Hildesheim habe ich dann irgendwann mich entschieden, dann da eine Kleinigkeit im Café einzunehmen oder sowas, weil das die erste Gelegenheit gewesen ist, wo ich was hätte essen können. Und dann war da auch war ich an der Kreuzung, wo ich dann etwa 5 Minuten gewartet habe mit ganz vielen Leuten und ich habe es gefilmt eigentlich. 5 Minuten gedauert, bis ich da rüber konnte, bis grün geworden ist für Fußgänger. Und dann hätte ich eigentlich eine Waffel essen sollen, nur die hatten halt keine Waffeln, sondern nur Eis. Und dann habe ich was Kaltes gegessen und mir ging es nur scheiße, mein Bauch hat gesponnen und keine Ahnung was. Ich habe mich dann auch durchgequält bis Braunschweig zu dem schönsten Hotel, was ich hatte. Genau. Und so viel zu dem Tag. Das Hotel war super. Genau, ich hatte dann erstmal noch überlegt, ob ich dann eine Pause mache tatsächlich. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, abzubrechen, sondern ob ich einen Tag Pause mache. Die Idee abzubrechen kam mir gar nicht in den Kopf. In der Nacht habe ich super schlecht geschlafen. Morgens war ich dann ausgeruht und bin dann doch weitergefahren. Diese Nächte sind, also ich habe nicht gut geschlafen, aber ich war ausgeruht am nächsten Morgen. Diese Nächte sind krass beim Radfahren. Genau, nächster Tag hatte ich dann Rückenwind, bin die ganze Zeit an einem Gewitter vorbeigefahren, bin sehr ländlich gefahren, bin dann auch von über die Grenze nach Ostdeutschland gefahren, wobei die Grenze dort tatsächlich nicht erst die Grenze nach Ostdeutschland zwischendurch gewesen ist, sondern auch vorher schon irgendwie 3 andere Grenzen halt früher demarkiert hat. Also das ist eine schon sehr, sehr alte Grenze gewesen an der Stelle, wo ich gefahren bin. Habe ich ein bisschen was Infotafeln gelesen. Und danach war ich in Sachsen-Anhalt und habe mich sehr wohl und willkommen gefühlt tatsächlich, was mich sehr gefreut hat. Hatte ich noch dieses ganz tolle Erlebnis, als ich in Wolfsburg gewesen bin und das Schönste, was mich da begrüßt hat, war am Anfang eine Trauerfeier und danach ein Riesenauto-Dings da, so ein Betonauto-Ding. Das war nicht so schön, das kann man überspringen. In Sachsen-Anhalt habe ich mich tatsächlich sehr wohl gefühlt. Interessant ist, dass die Bebauung anders gewesen ist, als sie vorher gewesen ist. Es hat immer so ein bisschen was gewechselt, pro Bundesland tatsächlich. Aber das sollte man sich auch erfahren, wieso halt Orte anders aussehen und anders aufgebaut sind. Übernachtet habe ich dann habe ich dann in Stendal.
Sachsen-Anhalt ist eigentlich sehr schön zum Radfahren. Bei Stendal ist aber super viel Kopfsteinpflaster. Die Innenstadt fand ich jetzt nett, aber drumherum ist sehr viel DDR-Flair, fand ich jetzt. Was ich jetzt halt als, ich wird bestätigt aus dem Publikum, was ich jetzt natürlich als Kölnerin mich gefreut habe zu sehen und auch zu erfahren. Also deswegen, ich bin halt auch, weil ich neugierig gewesen bin, wie sieht es denn woanders in Deutschland aus, diese Strecke gefahren. Genau, ich habe dann dort nur Sushi bekommen abends. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann gecheatet, weil ich dann nämlich nicht die ganze Strecke gefahren bin, sondern ich habe dann den Zug genommen nach Rathenau über die Grenze nach Brandenburg. Die Alternative wäre gewesen, 20 Kilometer nach Norden zu fahren und zu hoffen, dass ich dort eine Fähre bekomme. Es war dann aber mir nicht sicher, ob ich da eine Fähre bekomme. Deswegen habe ich dann lieber den sicheren Zug genommen und ein bisschen was abgekürzt. Andererseits, ich musste dann ein bisschen was weiter dann nach Norden fahren. Also es war nicht so eine komplette Abkürzung. Ja, es war aber auch eine schönes Erlebnis, weil in Sachsen-Anhalt man tatsächlich für das Fahrrad nicht zahlen muss im Zug. In Brandenburg allerdings schon, was ich mitbekommen hatte, die anderen Radfahrer, die mitgefahren sind, aber nicht, die mussten dann alle nachzahlen. Und das Schöne war aber, es war der Zug relativ voll und sie haben die Fahrradfahrer priorisiert, weil die nicht mit dem Bus hätten fahren können. Das fand ich auch ein tolles Erlebnis. Also echt geil, also Stendal, bis auf die Kopfsteinpflaster, hat mir ansonsten halt sehr gut getan. Genau. Ja, und dann bin ich halt meinen Endspurt zum Camp gefahren. War nicht mehr so wirklich so. Ich habe nicht mehr ganz meine Pausen eingehalten. Es war aber auch nicht so wirklich der erlebnisreiche Tag. Ich war so ein bisschen was, oh ja, dann fahre ich jetzt irgendwie, war so ein bisschen was dumpf, bis dann halt irgendwann kommt mich dann, also meine Strecke plötzlich dann so weiterging. Für irgendwie 2 Kilometer oder sowas. Genau, es hat aber gut funktioniert. Also mein Fahrrad ist da super durchgefahren. Ich habe ein bisschen was geschoben, weil da dann Brennnesseln gewesen sind und ich dann halt lieber auf die draufgetreten bin, als die halt an meine Beine zu haben. Ansonsten hätte ich es aber gut fahren können. Aber diese Strecke hat mich dann zu der zweiten schönsten Radstrecke geführt, die ich hatte. Und da war ich dann geflasht. Leider habe ich kein Foto gemacht, weil die so geil gewesen ist. Die war wie in Niederlanden, wie man in den Niederlanden in Wäldern fährt. Nämlich ein geteerter Radweg, super gute Qualität und daneben eine Sandstrecke für Autos. Tatsächlich dann überall, wo die Autos hätten queren können, waren dann Poller und ich musste tatsächlich an ein paar Stellen ausweichen, weil sie tatsächlich die ganzen Schäden, wo Schäden gewesen sind, wirklich repariert haben, rausgeschnitten haben, um die dann halt nachher da einzubauen. Da hatten sie halt gerade Baustellen. So krass! Und ansonsten war Brandenburg ziemlich blöd zu fahren mit dem Fahrrad, weil andauernd ein Ort gekommen ist, wieder eine andere Bebauung als in Sachsen-Anhalt. Du kommst zum Ort, es ist immer auf der einen Seite der Radweg, der war immer links und dann musste ich aber für die Ortseinfahrt immer auf die andere Seite fahren, um im Ort dann, obwohl auf beiden Seiten super viel Platz war, auf beiden Seiten waren Radwegen, ich musste aber rechts fahren und nach dem Ort musste ich wieder nach links die Straße kreuzen und das bei jedem kleinen Ort. Und wir hatten auch noch ganz, ganz beschissene Bahnübergänge, die Autos hatten Schranken, die Fahrräder durften sich durch irgendwelche tollen Gitter dann immer durchhaben und konnten die Schranke nicht sehen. Super gruselig gewesen, aber auch den besten Waldradweg, den ich auf der ganzen Strecke hatte. Genau, ja, und dann am Ende bin ich angekommen und naja, dann hat auch jemand ein Foto gemacht, der aber sein Backup nicht im Griff hat. Genau, das ist mein Zielfoto. ja, aber ich war dann halt auch angekommen und war dann dort und habe mich irre gefreut. Ja, das war im Prinzip meine Tour. Was habe ich dabei gelernt? Mein innerer Monolog bei so etwas, ich gehe immer durch dann, wie weit noch, was habe ich schon geschafft, wie geht es meinen verschiedenen Körperteilen, wo ist die nächste Steigung, wie bereite ich mich auf die Steigung vor, wann mache ich die nächste Pause, mache ich hier schon Pause, hey, du wolltest doch Pause gemacht haben, du solltest langsam mal Pause machen, ist hier ein schöner Ort für Pause, nee, gerade hässlich, ich fahre doch nochmal weiter, echt, nee, du solltest Pause machen, wie weit noch, das geht dann immer so weiter. Außerdem ist mir aufgefallen, wie mental anstrengend so eine Radtour ist, weil wer ist schon mal 6 Stunden mit dem Auto gefahren? Wer fand das anstrengend? Okay, so, wenn ihr Auto fahrt, dann dürft ihr halt dem Navi nachfahren und naja, geradeaus fahren. Im Großen und Ganzen müsst ihr das Navi rechts abbiegen, sagt, dann ist ganz einfach rechts abbiegen. Das hat man mit dem Fahrrad nicht. Wenn ich mit dem Fahrrad geradeaus fahren will, dann muss ich erstmal rauskriegen, okay, da oder da, wo geht man geradeaus weiter? Und auch, welche Ampel ist jetzt die, die für mich gilt? Das muss man leider ganz häufig als Radfahrer also rauskriegen, wo ist man geradeaus? Und dann auch mit anderen Verkehrsteilnehmern hat man sehr viel leichter Konflikte, als man das im Auto hat. Das muss man auch immer drauf achten. Dann, welche Straßenoberfläche habe ich? Wie ist das Wetter?
wie bereite ich mich körperlich auf die nächste Steigung vor, wann ist die und braucht mein Körper gerade irgendetwas. Das ist so ganz viel, was da noch zusätzlich an Mental Load dazu kommt, zu dem, was man als Autofahrer hat. Und das war das, was mich tatsächlich am meisten überrascht hat bei der Strecke. Genau, und dann noch ein weiteres Geheimnis, was ich euch mal verraten möchte, was unsere Vorfahren noch kannten, was sich aber heute so ein bisschen was aus dem Gedächtnis geschlichen hat. Regen tut nicht weh. Kälte tut weh, man sollte ordentliche Kleidung haben, aber Regen tut nicht weh. Sonne aber eventuell schon. Ja, ich bin ganz, ganz viel in der Regentour gefahren. Aber verdammt nochmal, das kann man machen. Und es ist sogar schön. Also kann schön sein. Natürlich fahre ich lieber in der Sonne. Ja, aber auch das ist geil. Kann man halt so machen, genau. Was mir auch noch aufgefallen ist in Deutschland, bei Steigungen wird der Weg schlecht. Ja, für Radfahrer. Es ist immer Gravel, es ist Schlamm, es ist Kopfsteinpflaster, es ist irgendein Scheiß und dann ist es wieder flach und dann ist der Weg wieder gut. Und wir haben zu wenig Toiletten und zu wenig Wasserstellen in Deutschland. In den Niederlanden findet man da deutlich mehr. Und Toiletten ist tatsächlich so ein kleines Problem, das könnt ihr mal ein bisschen was nachdenken. Ja, ich bin sehr ländlich gefahren. Genau, dann Infrastruktur in Bundesländern, Ost und West, ein bisschen was ich beobachten wollte. Auf dem Land gibt es kaum Busse. Weil wenn man im Regen unterwegs ist, schaut man im Zweifel, ob man bei einer Bushaltestelle mal ein bisschen was Regenschutz bekommt. Die fahren dann vielleicht mal alle 2 Stunden, wenn überhaupt, am Wochenende meist gar nicht. Und zwar sowohl in Nordrhein-Westfalen als in Niedersachsen, als in Sachsen-Anhalt, als auch in Brandenburg. Also das ist ein Land-Stadt-Problem und kein West-Ost-Problem. Und die Radwege sind vorhanden. Ich bin fast durchgängig Radwege gefahren oder halt Wege, die man gut mit dem Fahrrad fahren konnte. Okay, ich habe mir die Strecke auch anzeigen lassen, aber ja, man kann auch dort mit dem Fahrrad fahren und man kann auch mit Gepäck dort fahren. Das geht. Und zwar überall dann auch wieder. Läden und Tankstellen oder wo man es kaufen kann, war tatsächlich ähnlich. Eher im Osten was mehr als im Westen. Die Qualität der Häuser waren überall sehr schöne Häuser und auch verkommene Häuser, da konnte ich auch nicht viel Unterschied sehen. Also beim Durchfahren habe ich qualitativ zwischen den verschiedenen ländlichen Bereichen keinen großen Unterschied feststellen können. Das heißt nicht, dass da die gleiche Anzahl an Schulen, an Ärzten oder sonst irgendwas überall gewesen ist. Aber das war was, was mich neugierig gemacht hat. Ist da eigentlich so ein Gefälle Ost-West oder sonst irgendwas in der Art Land-Stadt? Und es ist das Gefälle des Stadt-Land, würde ich sagen. Das war etwas, was ich erfahren wollte. Ich wollte eigentlich mit vielen Leuten in Kontakt kommen. Das ist ein Problem bei Regen. Ja. Da habe ich leider nicht so viele Kontakte gehabt, aber das habe ich halt zumindest mal gelernt. Wetter prägt dann eben auf viele Art und Weisen die Tour. Aber man kann daraus halt auch eine spezielle Tour für sich selbst draus machen. Das ist also nicht alles nur dramatisch. Und was besonders schön ist, ist, wenn die Sonne dann rauskommt, dann geht richtig die Welt auf. Die Vögel fangen an zu zwitschern, alles Mögliche fliegt und kriecht und sonst irgendwas plötzlich raus. Das ist ein Erlebnis, das man nur haben kann, wenn man auch mit Regen fährt. Habe ich zu viel mitgenommen? Nein, ich habe alles gebraucht, was ich mitgenommen habe, außer ein paar Sachen, die ich nur für Notfälle dabei hatte und dann zum Glück nicht gebraucht habe, aber die waren wirklich nur für Notfälle und ja, ich hatte genug dabei und und dann über mich habe ich noch ein bisschen was gelernt. Ich habe kein Problem damit, mit mir allein zu sein. Ich habe keine Musik gehört oder sonst irgendwas. Ich bin einfach gefahren und war damit mit mir selbst zufrieden. Das habe ich erst nicht realisiert, das habe ich erst 2-3 Wochen später realisiert. Und das ist etwas, was man über sich selbst lernen kann, wenn man so eine Tour macht. Und etwas, wie man dann selbst mit sich selbst klarkommt, wird man erst erfahren, wenn man sowas macht. Genau. Dann die Frage, könnt ihr das auch? Es gibt Schwierigkeiten, aber vielleicht nicht das, womit ihr rechnet. Körperlich denke ich, wer darüber nachdenkt, ob er es machen könnte, könnte auch einen Weg finden, das zu schaffen. Man muss nicht 600 Kilometer in 5 Tagen machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Man kann sich da auch mehr Zeit für nehmen, aber man kann auch E-Bikes nehmen. Oder wenn man körperliche Einschränkungen hat, gibt es eventuell auch 3 Räder oder vielleicht Handbikes oder Tandems. Und ich weiß Leute, die mit so etwas halt wirklich riesengroße Strecken fahren. Ich sage nicht, dass das für jeden was ist, aber es gibt auch da Optionen. Und man kann eventuell halt eine Begleitung oder ein Begleitfahrzeug machen oder sonst irgendwas. Es gibt Möglichkeiten, was zu fahren, selbst wenn man halt sich da nicht ganz sicher ist. Ich möchte mal eine Relation machen. In Köln, die Critical Mass fährt etwa mit 12 Stundenkilometer mit der Idee, dass wir alle Leute so mitnehmen können und auch Kinder das mit ein bisschen was fahren können. Wir fahren etwa 3 Stunden. Und wie gesagt, das richtet sich an alle. Wenn wir reine Critical Mass, also für Kinder fahren, fahren wir langsamer, aber die Critical Mass ist meistens so 10 bis 12 Stundenkilometer. Wenn man das mal, 100 Kilometer sind jetzt sehr, sehr viel, aber so ein Tag ist lang. Und wenn ich jetzt einfach mal 2 Critical Masses pro Tag fahre,
bin ich bei 6 Stunden und habe dann schon 72 Kilometer, wenn ich das halt fahre. Wenn ich das sage, ich mache einen ganzen Bürotag daraus, ich fahre 8 Stunden, dann bin ich schon knapp bei den 100 Kilometern, bin ich bei 96 Kilometer. Und das bei einer Geschwindigkeit von 12 Stundenkilometern, eine Geschwindigkeit, die wir wirklich sagen, dass alle die fahren können. Ich sage nicht, dass jeder 8 Stunden lang das durchhalten kann, aber als Realisation einfach mal. Wenn ich jetzt sage, ich fahre 15 Stundenkilometer als Durchschnittsgeschwindigkeit, das mit 6 Stunden mache, bin ich schon bei 90 Kilometern. Und wenn ich das 8 Stunden lang mache, bin ich bei 120 Kilometern. An einem Tag so. Und dann habe ich den ganzen restlichen Tag für Pausen, für Einkaufen, für Essen, für sonst irgendetwas. Und so ein Tag hat halt noch ganz viel drumherum und für Schlafen natürlich. Ich sage jetzt nicht, dass das unbedingt etwas ist, was jeder sofort machen kann, aber diese 100 Kilometer, wo man erstmal denkt, Mann, ist das viel, das kann ich nie, ist halt gar nicht so viel, wenn man es ein bisschen was runterbricht. Natürlich kommen in der Praxis dann Steigungen, Wetter, Straßenzustand, Tagesfitness, andere Dinge noch irgendwie dazu und man will sich vielleicht noch was anschauen oder Sonstiges tun. Der Tag ist aber, wie gesagt, ein bisschen was länger, aber einfach mal als Relation. Und der Kölner ADFC fährt Radtouren mit einer, rechnet damit, dass man halt durchschnittlich 17 Stundenkilometer machen kann. Und das ist auch so etwa das, was ich an meinen Tagen halt gefahren bin, ohne jetzt besonders extrem fit zu sein und ohne jetzt ein Rennrad gefahren zu sein oder sowas in der Art. Das ist einfach mal so als Relation, wie krass ist das gewesen, was ich gemacht habe. Ja, ich sage nicht, dass jeder das kann, aber etwas in die Richtung dürften viele können. Genau, zum Fahrkönnen noch, was braucht man eigentlich für sowas? Man sollte irgendwie halbwegs sicher Fahrrad fahren können, man sollte bremsen und schalten können. Je nach Strecke gibt es halt Steigungen oder schwierigen Untergrund oder sowas, aber wenn man damit nicht zurechtkommt, kann man schieben, habe ich auch getan. Wie gesagt, mein Nickname bei Komoot ist Flachlandradlerin, nicht ohne Grund. Genau. Dann halt die einzigen Trick, den man meiner Meinung nach können sollte, ist einhändig fahren, um trinken zu können während der Fahrt. Das lohnt sich sehr, weil anzuhalten, um zu trinken, muss man sich dann halt, also wenn man anhält, sollte man trinken, aber anhalten, um zu trinken, vergisst man dann eher oder macht man dann halt nicht, weil man weiß, dass es anstrengend ist, loszufahren. Das ist halt der einzige Trick, den ihr können solltet. Alle anderen Tricks braucht ihr nicht für so eine Tour. Also man muss nicht besonders gut Fahrrad fahren können, man sollte nur das Fahrrad beherrschen, so grob. Genau, die Belastungen, denen man aber rechnen sollte, ist, dass im Zweifel die Handgelenke spinnen oder taube Finger eventuell dazukommen oder taube Zehen eventuell dazukommen sollen. Soll nicht sein, aber nach 5 Tagen kommen dann solche Dinge vielleicht auch mal raus, wo das Fahrrad nicht besonders optimal ist. Oder Schultern, Nacken, Rücken oder sowas. Was eigentlich immer der Fall ist, noch, wenn man nicht so richtig, richtig super viel, krass viel Fahrrad fährt, ist, dass der Arsch nach so ein paar Tagen wehtut. Das ist eigentlich was, naja, soll Zustand fast so schon. Das wird man nicht umgehen können. Knie tun häufig auch nochmal weh. Diverse random Verletzungen, die man halt irgendwo sich einfängt. Und bei mir hat, wie gesagt, die Verdauung ein bisschen was rumgespinnt, habe ich auch schon von anderen gehört. Mit solchen Belastungen körperlich sollte man ein bisschen was rechnen. Und man sollte die einplanen und auch damit mental rangehen, von wegen, dass man damit plant, mit sowas zu fahren. Trotzdem sollte man immer checken, ist das, was mir gerade wehtut, noch normal im normalen Bereich oder ist das kritisch und dann sollte ich abbrechen. Das ist ein Check, den man sich immer wieder machen sollte. Genau, mental denke ich auch, wer es wirklich will, kann das dann halt auch. Selbst wenn halt alle möglichen Dinge dazukommen, was man haben sollte, ist ein Plan B. Man sollte die eigenen Grenzen auf jeden Fall berücksichtigen. Wo die sind, ist für jeden individuell. Kann ich auch nicht für jeden sagen. Das muss jeder selbst irgendwie ein bisschen was wissen. Aber auch ein abgebrochener Versuch kann besser sein, als es nicht zu probieren. Und es kann halt auch besser sein, als durchzuziehen. Also ein Abbruch ist nicht verkehrt. Aber wenn man damit schon plant, dass man eventuell eine Bruchstelle hat, kann man wahrscheinlich auch viel mehr schaffen, als man vielleicht so denkt. Genau, mentale Schwierigkeiten, die einen kommen könnten, habe ich ein paar halt aufgelistet, die da sein können. Es ist auch sowas, dass man halt aus verschiedensten Gründen überfordert ist, mal Angst hat, mal unsicher ist, hilflos, Einsamkeit, sonst irgendwas hat, kann sicherlich noch 1000 Dinge dazukommen. Aber es kann auch mentale Benefits geben. Man kann ganz, ganz viel für sich selbst daraus ziehen, dass man mit seinem Körper auf einer Strecke mal allein ist. Genau, und dass man vielleicht auch mal sich müde fährt oder dass man kleine Erfolge zwischendurch halt hat, dass man sich durch irgendwas durchgekämpft hat, dass man Neues kennenlernt, dass man seine eigene Grenze erfährt, dass man sich selbst kennenlernt, seinen Körper, seinen Kopf, sonst irgendwas und dass man
verdammt riesigen Abstand zu allem anderen hat, dass man mit einem kleinen Tunnelblick durch das Ganze durchfährt und einfach mal in der Situation ist und diese ganze andere Welt mal bis was da hat und aber auch die Zeit hat, ein paar Dinge vielleicht mal zu ordnen im Kopf, die dann halt auch so ein bisschen was sind. Ist relativ individuell, aber ganz viele Leute können ganz viel daraus ziehen, so eine Ausdauersache zu machen. Ist ja auch häufig tatsächlich, dass es auch empfohlen wird, ja, wenn man irgendwelche mentalen Probleme hat. Ich sage nicht, dass das für jeden die Lösung ist, aber für manche könnten das vielleicht die Lösung halt zumindest unterstützen. Und wenn man es geschafft hat, ist man verdammt stolz. Man hat was geschafft und es ist halt eine Ruhe, die man daraus ziehen kann. Genau, eine andere Grenze könnte die finanzielle sein. Man kann super, super krass viel Geld für Fahrradzeugs ausgeben. Der Topf ist unbegrenzt. Wir haben hier viele in der Szene, die sehr gutes Einkommen haben, für die ist das kein Problem, die können super tolle Sachen sich daraus ziehen. Wir haben aber auch ein paar Menschen, die nicht so viel Geld haben. Es muss dann aber auch nicht so teuer sein. Man kann sich vieles leihen oder ähnliches und man kann einfach Dinge nehmen, die man vielleicht schon rumliegen hat und einfach damit fahren. Aber finanziell kann tatsächlich für manche ein Grund sein, warum sie sowas nicht können. Vieles geht, aber nicht jeder kann halt alles damit machen. Ein viel größeres Problem sehe ich im Zeitlichen. Ich habe 5 Tage gefahren, ich habe eine Woche Urlaub darauf gehauen, um das machen zu können, zusätzlich zum Camp. Und das ist etwas, was sich viele Leute nicht zusätzlich leisten können oder einfach nicht machen können. Das heißt, ich denke, der größte Faktor für Leute, die hier in unserem Kontext ist, ist das der begrenzende Faktor, warum das problematisch ist, so eine Tour zu machen. Ich kann es trotzdem jedem empfehlen oder vielleicht mit einer Wochenendtour anzufangen oder sowas in der Art. Man kann viel daraus machen, aber man braucht eben auch Vorbereitungen für so etwas. Man muss dann auch Testfahrten machen. Man muss mal eine Tour halt mit dem Zeugs, was man gemacht hat, mit dem Fahrrad, mit der Beladung oder sonst irgendwas gemacht haben und sich rantasten, was brauche ich, was kann ich. Nichtsdestotrotz, wenn man da sich so Kleinigkeiten, kleine Oasen schafft, kann man da sicherlich auch mit umkommen. Aber es gibt Menschen, die nicht eine Woche lang von irgendwo weg sein können. Und ja, das ist das, wo glaube ich, viele mit einem Problem haben. Wäre sehr viel mehr als nachher mit dem Körperlichen. Genau, was braucht man? Man braucht ein Fahrrad. Man sollte das Fahrrad nehmen, was man kennt und hat. Ich habe leider ein relativ neues nehmen müssen, weil mein altes geklaut worden ist. Aber ich wäre ansonsten lieber mit dem alten gefahren. Ich habe jetzt sehr viel Spaß mit dem neuen gehabt, aber lieber mit einem Fahrrad fahren, das ihr kennt. Nicht besonders toll sind reine Sporträder wie reine Rennräder oder Mountainbikes, weil die halt zu sehr spezial für irgendwas sind. Hilfreich sind es, dass es halt vielleicht keine 20 Jahre alt ist, und das meine ich genauso, wie ich das da schreibe. 10 Jahre ist wahrscheinlich okay, ich habe ein 10 Jahre altes Rad, mit dem ich das machen würde. Das steht nur halt nicht in Köln, steht woanders. Dann vielleicht mehr als 3 Gänge ist auch hilfreich. Unter 20 Kilo wäre hilfreich, zumindest wenn ihr keinen Motor da drin habt. Also wenn ihr so an die 10 Kilo reinkommt, seid ihr schon fein. Das muss auch nicht, also kann ruhig auch 12 oder 13 sein, aber ihr müsst nicht ein 6 Kilo Rad haben oder so etwas. Beleuchtung, Gepäckträgerständer wäre sehr, sehr hilfreich. Schutthelfs, es sollte passen. Fahrräder kommen in verschiedenen Größen. Und das ist etwas, was manche Leute nicht wissen. Und ihr solltet ein Fahrrad nehmen, was passt. Gerade Menschen wie ich, die nicht so sonderlich groß sind, müssen da mal schauen. Viele Fahrräder kommen für mich gar nicht in Frage, weil sie in meiner Größe nicht angeboten werden. Und dann ist es sowas wie Sitzposition einstellen. Was für eine Sitzposition möchte ich fahren? Eine total aufrechte ist, auf so einer langen Strecke, zwar vielleicht gemütlich, aber eine totale Bremse, weil man nicht so gut in die Pedale reintragen kann und weil man die ganze Zeit einen Luftwiderstand hat. Total extrem nach vorne gebeugt, ist dann aber auch auf 5 Tage lang etwas, was man vielleicht häufig nicht durchhält. Also irgendwas dazwischen wäre vielleicht irgendwie hilfreich. Genau, das Fahrrad sollte gewartet sein, die Kette sollte gut funktionieren, die Schaltung sollte funktionieren, die Bremse sollte funktionieren und sollte nicht dramatisch kaputt sein und ihr solltet vielleicht ein bisschen was Reparaturzeug für solche Dinge dabei haben. Genau, E-Bike, ja klar, wenn ihr wollt, wenn ihr es laden könnt, nehmt. Federung, ich fahre ohne, wer es braucht, nehmt es mit. Ihr vertretet allerdings was Energie, also wenn ihr es nicht braucht, braucht fahrt ohne, wenn ihr es braucht, fahrt mit. Genau, Gravelbike ist etwas, was ich auch gerne ausprobieren möchte, habe ich nicht, kann ich nicht zu reden, es geht auch ohne. Damenrad, überspringe ich jetzt mal als Thema, könnt ihr mich gerne darauf ansprechen, braucht man nicht, ich habe dann den Durchstieg, den ich da habe, aber sehr genossen und ich sehe das nicht als Geschlechtsding, sondern als Ähnliches. Es gibt spezielle Räder, die halt wie ein Männerrad aussehen, aber als Frauenrad gelabelt sind, weil sie eine tolle andere Farbe haben. Das kann man ignorieren, sowohl als Mann als Frau als auch irgendwas. Genau, Lastenrad, ja klar, kann man auch gern machen. Ich weiß Leute, die Touren mit dem Lastenrad machen. Genau, dann nochmal Beleuchtung, Gepäckträger, Schutzblechständer.
Gepäcksystem würde ich zum Einstieg empfehlen, fahrt mit Taschen, wie ich es auch gemacht habe, weil diese Taschen sind insofern hilfreich, die könnt ihr auch im Alltag super gut für alles mögliche Einkauf und sowas halt verwenden. Und wenn ihr halt nur eine Sache kauft, um es auszuprobieren, kauft euch erstmal ein Gepäcksystem mit Taschen. Hilfreich ist, eine Fronttasche auch nochmal zu haben. Ich fahre sehr extremst ungern mit Rucksack. Ihr wollt nicht 5 Tage lang Gewicht auf dem Rücken haben, das schwer ist. Was man halt haben kann, ist vielleicht halt so ein kleiner Ersatzrucksack, den man ganz, ganz klein zusammenfalten kann. Nehmt solche Dinge, die ihr halt sonst irgendwie auch hernehmt. Nehmt vielleicht eine Gürteltasche, um noch Wertsachen drin zu haben oder so etwas, und sortiert euch eure Sachen in eure Taschen, dass ihr grob wisst, wo was ist. Das ist so mein Tipp zum Gepäcksystem. Dann Technik, Smartphone. Ich habe ein zusätzliches Navi gefahren. Ich habe noch Kamera und keine Ahnung was dabei gehabt. Es gibt ganz tolle Akku-Packs, die man haben kann. Es gibt aber auch billige, die man hinterhergeschmissen bekommt. Sollte man aber dabei haben, wenn man mit Technik fährt. Ein eigenes Navi finde ich jetzt hilfreich, wenn man es sich leisten kann. Ich habe es mir mal zum Geburtstag geschenkt. Man kommt aber auch mit dem Smartphone aus, aber dann hat man ein Gerät, wo halt alles dran hängt. Genau, und wenn man noch was für die Unterhaltung braucht, kann man das natürlich auch mitnehmen. Diverses, ich würde immer raten, mit dem Helm zu fahren, weil man halt auch mal blöd stürzen kann und die meisten von uns das Geld mit dem Kopf verdienen, aber auch, weil es ein toller Regenschutz sein kann und aber auch ein Schutz vor Sonne sein kann, deswegen würde ich raten, mit dem Helm zu fahren. Genau, auf jeden Fall mit Fahrrad bzw. Sonnenbrille fahren, es gibt da ganz tolle, auch billige von Lidl oder sowas, die auch schön halt dimmen und heller werden, kann ich empfehlen, bin ich jetzt zum ersten Mal mit sowas gefahren, nicht vom Lidl, sondern tatsächlich mit was teurerem, aber es hat mir sehr geholfen. Wer sonst Brillenträger ist, kann eventuell, also ich nehme dann Kontaktlinsen. Dann würde ich sagen, nehmt Schlösser mit, weil wenn eure Fahrrad weg ist, ist blöd. Und ich habe dann noch so ein tolles, ja, super geiles, ihr lacht jetzt dreimal Schloss halt dabei, um mein Gepäck halt aneinander festzumachen, damit das halt nicht wegläuft. Weil ich glaube, mein Fahrrad läuft weniger weg als mein Gepäck bei so einer Aktion. Ich selbst fahre mit Klickpedalen, das ist aber nicht notwendig. Das ist ein eigenes Thema für sich. Aber ihr solltet Schuhe fahren, die ein bisschen was eine härtere Sohle haben, damit ihr halt die Energie nicht blöd wegtretet. Ja genau, ein Buff ist immer so ein typisches Ding, was immer geraten wird und halt, wie schon gesagt, eine Sitzgelegenheit. Kleidung habe ich ein Set an, ein zweites Outfit auf so einer Tour halt noch mit als Ersatzding. Wie gesagt, ich hatte eine doppelte Regenkleidung mit dabei. Ihr solltet auf jeden Fall, also ich finde es ganz hilfreich, noch eine. Ich bin nicht auf dem Fahrrad, ich bin jetzt in Freizeitkleidung zu sein, wenn man nachher essen gehen oder sonst irgendwas machen will, weil man hat das ganze Fahrradzeug durchgeschwitzt und möchte dann aus den Klamotten raus, um in sich was Warmes, Trockenes reinzugehen. Da reicht aber auch ein Set, wenn man jetzt unter einer Woche unterwegs ist. Ansonsten kann man es auch irgendwie waschen oder sowas, genau. Wind, Regenschutz, ganz wichtig, gegen Sonne auch Sachen mitnehmen. Auf Kleidung kann ich auch gerne noch gerade für Frauen ein bisschen was eingehen. Sind jetzt nicht so viele oder halt nicht männliche, sagen wir es mal so, Sachen, wo dann vielleicht mal ein paar Dinge anders sind. BHs beispielsweise ist was, was man vielleicht auch zu wenig Informationen drüber hat. Man sollte keinen Lauf-BH nehmen, weil die sind zu krass, aber ein paar andere BHs kommen vielleicht in Frage. Da könnt ihr auch mal sagen, was ich genommen habe, könnt ihr mich kontaktieren. Ich mache immer den Trick, dass ich mit einer Strumpfhose nochmal fahre, als statt mit Beinlingen zu fahren. Eine ganz dünne Strumpfhose, die wärmt ein bisschen was und ist aber auch beim Regen ganz schnell wieder trocken. Das fahren die wenigsten, das ist mein eigener persönlicher Trick, den ich mal erwähnen kann. Und eine Radhose sollte man fahren, das sind diese gepolsterten Dinge, die würde ich sehr, sehr, sehr empfehlen, weil der Arsch ist das, was nachher wehtut. Was nicht wehtun sollte, ist der Rest zwischen den Beinen, aber der Arsch, der wird wehtut. Wenn das zwischen den Beinen wehtut, dann macht ihr was falsch. Dann ist euer Sattel falsch oder eure Hose falsch oder sonst irgendwas. Das kann man lösen. Und sollte man lösen. Aber so eine gepolsterte Hose, typischerweise fährt man die ohne Unterhose drin. Ich fahre sie mit einer Unterhose drin, die keine Nähte hat. Da gibt es halt für Frauen so praktische Dinge. Für Männer Anatomie ist das dann halt eher nicht so da gegeben. Ja, genau. Genau, und dann noch Dinge, die du für deine Tour brauchst. Ich habe halt mein Murmeltier mitgenommen. Das war mir super wichtig, das hat mir mental super geholfen. Mit dem konnte ich auch eine Konversation sozusagen eingehen, auch unterhalten. Ich unterhalte mich mit dem Fahrrad, ich unterhalte mich mit mir, ich unterhalte mich mit dem Murmeltier, eventuell mit der Kamera. Genau, aber so Luxusartikel wie meinen Stuhl oder sowas in der Art, was ihr für die Unterhaltung braucht, irgendwelche Gesundheitsdinge für euch und sonstige Dinge, das ist nicht zu viel, das solltet ihr mitnehmen. Macht das, was ihr für euch braucht und nicht das, was andere Leute euch empfehlen. Es ist immer ein Kompromiss zwischen Komfort und Leichtigkeit. Genau, bei der Verpflegung, wie viel braucht man? Ja.
Aber nicht alles auf einmal. Macht Pausen, macht das Verteiltes, was ich mitnehme, ist halt, ich nehme Apfelspalten mit und Trockenfrüchte oder sowas von der Art, trinke Tee, Cola und Multivitaminsaft. Das sind so meine Tipps, die ich noch mitnehme, aber jeder isst irgendwie ein bisschen was anders. Genau. Und man sollte viele Pausen machen. Typisches Essen ist Bäckeressen oder ähnliches. Bananen, Eier nehme ich noch gern mit. Genau, Notfallset habe ich noch, Kekse, sonst irgendwas dabei. Ich selbst mag nicht so Nüsse, während ich fahre, das ist mir zu trocken. Genau, noch ein paar weitere Essenstipps, über die ich jetzt drüber gehe. Dann die Frage, würde ich es wieder machen? Weil es tut mir verdammt gut. Aber ich würde es vielleicht ein bisschen was anders machen, weil die Strecke kenne ich jetzt schon und vielleicht würde ich mal mit einer Gruppe fahren. So, mein Fazit ist, und da zitiere ich jetzt einmal mal Ramonster, mein Fazit für sowas ist losfahren. Ja, ich kann bei vielen Dingen einfach nur sagen, ja. wow, super, ja. Losgefahren, angekommen, alles heile geblieben, keine Unfälle, das ist immer das Wichtigste, dass man die Notfallsachen nicht braucht, ist super. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Hat hier im Raum noch jemand Fragen zu Bike-Touring oder ähnliches? Nicht. Moment, jetzt habe ich das Handy. Ja. Nicht. Magst du vielleicht kurz was zu deinem ersten Tag von der MCH-Tour und dem Thema Pausen nochmal vielleicht kurz wiederholen? Genau, auf der MCH-Tour habe ich mich sehr gefreut. Also ich hatte schön geplant, nach 25 Kilometern meine Pause zu machen, habe da schöne Punkte mir rausgesucht, war dann, als ich in Niederlanden reingefahren bin, ganz happy, plötzlich auch diese tolle Infrastruktur zu haben und habe dann gesagt, ach komm, Pause, wozu sind Pausen da? Bin die dann durchgefahren, habe sie nicht gefahren und habe es dann 6 Kilometer vor Ende dann angefangen zu bereuen, weil das ist etwa so das Delay, was ich zwischen Essen, bis das Essen halt gewirkt hat, drin habe und habe dann wirklich, wäre nur ein kleines bisschen Steigung gekommen, was in Niederlanden an der Stelle zum Glück nicht der Fall gewesen ist, hätte ich nicht mehr dazugeben können, hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Mir war wirklich dann so ein totales Down gekommen, dass jeder, der eine große Strecke irgendwann mal gefahren ist, sicherlich mal erlebt, dass man zu wenig gegessen hat und dann ist es total die Energie weg. Aber mit Essen hat man das wieder auffüllen können und das ist etwas, was ich nicht nochmal haben möchte. Ich kann empfehlen, lernt eure Pausen zu fahren, lernt zu essen, lernt zu trinken. Genau, Essen, Zucker, super. Genau. Und es gibt Riegel und es gibt Kekse. Und es ist genau das, was man normalerweise nicht macht. Ihr schaut danach, was möglichst viele Kalorien, möglichst viele böse Kohlenhydrate hat. Ja, Kekse. Es ist super. Ich fahre ja nicht Fahrrad, ich fahre nicht Fahrrad, weil ich so abnehmen möchte, sondern ich fahre so viel Fahrrad, weil ich so viel essen will. Es ist wirklich geil. Ja. Genau, wer dann nachher um 18 Uhr nochmal Lust hat, sich über Routenplanung zu unterhalten mit Tipps und Tricks im Self-Organized Session-Raum, da auch gerne hinkommen. Alle, die jetzt halt nicht vor Ort sind, Pech gehabt. Ja, und falls sonst jetzt sich jemand hier nicht traut oder später, ich glaube, ansprechbar ist Katzatzi immer. Ja. Und sonst hier jetzt gleich setzen wir uns vielleicht noch mal 1 Minute oder 10 Minuten draußen hin. Ansonsten vielen Dank für den Vortrag. Jetzt muss ich ihn nicht mehr halten. Dankeschön. Und an euch alle, habt eine gute Zeit. Ja.